Okay, komm. Zünden wir das an. Hat super funktioniert. So, komm. Nein. Was eine Munitionsverschwendung. So. Einmal alles einsammeln. Weg damit. Okay, was ist vielleicht damit? Ist das vielleicht näher? Da oben ist es. Okay, also ich muss Stoff verschwenden für sowas. So, das. Nein, ich will da dann. Ach, das haben wir auch voll. Der Held der Sowjetunion-Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Oh, hier können wir Russisch lernen. Und? Einmal knacken. Noch ein sowjetisches Schild. So, geht es auf? Ah, okay, jetzt haben wir es hier offen. Keine Ahnung, was mit denen passiert ist. Wo müsste ich. Ah, vielleicht dahin. Oder? Nee, dahin, vielleicht woanders. Hier durch? Nee. Dadurch auch nicht. Wo muss ich lang? Ah, da, okay. Und brenne. Sowjetische Erkennungsmarken, Standardausführung. Der Name lautet Juri Ravdonikis. So. Das Wort verurteilt wurde auf die Rückseite der Marke gestanzt. Verurteilt. Was hat er verbrochen, wenn ich es wissen darf? Ah, hier haben wir ein Herausforderungsgrab. So, jetzt will ich aber wissen, wo ist das eine Relikt? Wahrscheinlich da oben irgendwie, irgendwo. Ne? Hier unten?
Das ist da unten. So. Das würde ich aber später machen wollen. Kommt man hier sonst anderweitig raus? Compoundbogen, 3 von 4 Teilen gefunden. Jetzt ernsthaft, wo muss ich dafür hin? Nach da unten. Wo genau nach da unten? Da, okay. Wie kommen wir am besten dahin? Ich glaube nicht von hier. Ich habe eine Idee. So. Gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit, da Heile dahin zu kommen? Nein? Okay, doch überlebt. Ich glaube aber so einfach komme ich da nicht nochmal hoch. Oder? Doch. Okay, doch nicht. Wie komme ich da hin? Ich habe eine Idee bzw. eine Vermutung, aber ich weiß nicht, ob die richtig ist. Guck mal, ob hier oben vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gibt's. So.
Nein! Mist. So, aber das reißen wir auch mal nieder. Dann haben wir hier zumindest einen Durchgang. Obwohl, wir wollten das ja mit Baba Yaga machen. Wo müssen wir dafür hin? Ich habe da eine Idee. Vielleicht müssen wir das da unten anzünden. Oder auch nicht. Muss das niedergeschossen werden? Oder warte. Ja. So kommen wir auch hier hin. Der Rotbannerorden, eine weitere hohe Auszeichnung. Dieser Orden wurde aber absichtlich verunstaltet. Vielleicht ist der Besitzer in Ungnade gefallen. Nein, nein, nein. Autsch. So, was, wenn ich jetzt eigentlich wieder zurückgehe? Können wir das mit Baba Yaga weitermachen? Nadja wollte ja, dass wir zurückgehen. Ich war jahrelang so wütend auf ihn, weil ihm die Arbeit so wichtig war, er einem Märchen nachzujagen schien. Ich wusste doch nicht. Ich sage mir, dass ich noch klein war, ich es nicht verstehen konnte. Aber ich habe ihn verloren. Und jetzt fühle ich mich ihm mehr verbunden als damals, als er noch am Leben war. So weit ist er nie gekommen, aber er ist bei mir. Die göttliche Quelle ist hier und ich werde sie finden. Er wusste, dass sie den Begriff der menschlichen Seele ändern kann, dass sie die Welt verändern kann. Aber er ist tot. Und außer mir weiß niemand mehr, dass er recht hatte. So, okay. Wir haben wieder einen Fertigkeitspunkt. Will ich mal schauen, was wir hier machen können. Wurfwerk und Munition im Lauf. Handwerksmeister. Stellen Sie in Basislagern großvolumige Munition und Ressourcentaschen her. Machen wir das. So, intuitiv. Napalmpfeile, Todeswolkenpfeile, Streubombenpfeil. So, dann müsste ich jetzt hier bessere Sachen herstellen können, oder? Abenteurerköcher. So, was fehlt hierfür? Okay, dafür bräuchten wir mehr besseres Leder und so. Okay, keine Ahnung, was ich dafür sammeln muss. Hierfür brauchen wir aber Bären. Wo kriegen wir Bären her? Einen hatten wir schon. So, Präzisionslauf würde ich jetzt mal machen. Ach, und den können wir auch noch machen. Perfekt. So, für hier Fertigungswerkzeug. Ja, super.
Ne, ich wollte in die andere Richtung gucken, wegen Baba Yaga, ob da was Neues kommt. Oder muss ich da jetzt erstmal wirklich die Hauptquest erstmal durch? Dann gehen wir in die Höhle. Beziehungsweise ich hole erstmal so ein Benzinfass. Solange wir keine Granaten haben, nehmen wir sowas dann lieber mal mit. Falls es hier noch einen gibt. Gibt's jetzt hier keinen mehr? Das wäre jetzt doof. Keine Schutzausrüstung. Nichts für die Sicherheit der Arbeiter. Das ist jetzt echt ein bisschen doof, wenn hier kein Kanister mehr gibt's. Wieso komme ich nicht aufs Dach? Okay, wenn ich keine Kanister finde, dann habe ich ein kleines Problem. Aber ich glaube, ich muss jetzt auch eher die Hauptquest erstmal weiter verfolgen, bevor ich anders irgendwie weiterkomme, auch mit Baba Yaga. So, gibt es hier vielleicht noch irgendwie was? Vielleicht finde ich doch noch irgendwo einen Kanister. Oder warte. Wenn wir eine Dose finden, dann können wir vielleicht doch noch Sprengstoff herstellen. So eine Art Granate. Provisorische. Oder wir brauchen Granatwerfer. Kurz überlegen, da. Den hatten wir nicht gelootet. Und das hier hat auch noch gefehlt.
Gut, dann machen wir das optionale Grab zuerst. Na, wenigstens das. Nach Pechblende aus. Muss eine Uranmine gewesen sein. Okay, ich glaube, das hatten wir alles schon. Mein Gott, die sind uralt. Was haben sie hier gefunden? Okay, hier gibt es nichts. Doch, Erz. Ja, okay, Erz ist voll. Wie bin ich jetzt bitte gestorben? Also wie... Wieso ist die jetzt runtergefallen, hä? Mein Gott, die sind uralt. Was haben sie hier gefunden? Okay, hier haben wir Wasser. Und der Elsa-Blick enttäuscht mich nicht. Und da kamen wir, also gehen wir mal hier entlang, beziehungsweise schwimmen hier entlang. Sehr schlau. Einstieg. Ja, definitiv. So, in welche Richtung? Ich glaube in die Richtung. Dann gehe ich zuerst runter und guck, was wir da finden. Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. Oder vielleicht doch zuerst nach oben? Und gucken, was da ist. Ich will bloß nichts vergessen hier. Okay, da kommen wir nicht durch. Gut, dann gehen wir runter. So, Elsterblick.
Ich muss ihn an dem Wasser vorbeikriegen. Dieser Flachmann gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Die Insignien kenne ich nicht. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich den trinken wollen würde. Ich glaube, wir müssen das so machen. Na, geht doch. Was immer sie gefunden haben, das muss da drin sein. Alter, wie das aussieht hier. So, gibt's hier auch noch was? Jemand hat Werkzeuge versteckt. Und provisorische Waffen. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir... Die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Ah, noch eine Tasche. So, was haben wir jetzt? Geheimnis entdeckt. Okay, nice. Das ist aber auch weiter unten. Okay, verbessern können wir aber nichts gerade. Dort müssen wir hin. Okay, das hat nicht funktioniert. Das heißt, dann müssen wir irgendwie eine Lösung für das Wasser da oben finden. Mechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Okay, wie? Die Güterwaggons sind jetzt weg. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Da ist es. So, na, ich muss einen Weg hineinfinden. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht.
Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zu mehr führen. Okay, da will ich hin. Da muss ich hin. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hier hoch. Und hier rüber. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ah. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Und hier können wir nochmal Russisch lernen. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Russisch Stufe 3. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, Lara. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Okay, was muss ich damit machen? Wohin? Kann ich auch mal was anderes sagen? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Jetzt sehe ich da was. Okay. Hat einen Moment gedauert gehabt, bis ich den da gesehen habe. Wie ist das denn jetzt passiert? Super, okay. Vielleicht muss ich zuerst das so machen. Und dann da oben. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ich glaube, ich habe jetzt nichts, um Feuer zu machen, oder? Hier liegt auch nichts. Obwohl, warte, vielleicht doch. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug.
Warte. Jo. Einfach mal ein paar Spitzhacken da reingerammt. In den Rücken. Im Schlaf. So, hier haben wir noch ein paar Münzen. Hi Jetsetzer. Und Donien und Zebrahead. Tana, hi. Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Geogesser. Gebt mir noch ungefähr 20 Minuten, dann können wir gerne mitmachen. Also da machen. Können Geogesser spielen. Offenbar haben sie das Ding hier rausgezerrt. 20 Minuten, ja? Dann kommen wir dazu. Ich war jetzt ganz überrascht. Ja, klar, auf liebsten Discord. So viel beschädigt. Kommen wir gleich dazu. Aber es muss mit dem Propheten zu tun gehabt haben. Zeit läuft. Ja, im Talk. Ich sehe dann so, wenn es... Ja, aber 20 Minuten mache ich noch. Bis gleich. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. So. Ich glaube, ich habe hier auch schon alles mittlerweile. Jetzt habe ich nicht gesehen gehabt, so was ich jetzt freigeschaltet habe. Aber ihr habt mich auch ein bisschen überrascht gerade. So. Hier sind wir jetzt, okay. Haben wir denn alles hier? Okay, in dem Bereich haben wir alles. Raus. Ich glaube, da. Ja, komm. Und dann... Haben wir das Grab jetzt auch endlich abgeschlossen? So, dann wollen wir nochmal nach. Wir brauchen eine Schrotflinte eigentlich. Oder einen Granatenwerfer. Das wollte ich so nicht. Hier hätten wir alles. Da haben wir alles. So, wie war denn das? Seilschwung. Ah, okay. So. Oh oh. Ich glaube, über den Weg kommen wir nicht nochmal da hoch. Da unten, da habe ich was übersehen.
Suchtrupp unten ist gerade abgebrochen. Verstanden. Ich werde der Vogeltasche aufpassen sollen. Aber ich habe einen guten Aussichtspunkt. Ich melde mich, wenn ich was sehe. Oh. Tschüss. Gibt's hier noch einen? Lara ist noch am Schleif. Ne, jetzt nicht mehr. Okay, gibt's hier keinen mehr. Warte mal. Wohin führt dann die Leiter? Oder sind das einfach zwei verschiedene Wege? Okay, sind wahrscheinlich zwei verschiedene Wege einfach gewesen. So. Noch eine Kiste. Bitte eine Schrotflinte. Nein, Bogenfreigeschalt. Kehren Sie zum Ausrüsten in ihr Lager zurück. So. Da oben ist noch einer. Komm. Ach, komm. Der lebt ja immer noch. Okay, der Schuss in die Eier hat ihn gekillt. Immerhin. So, gibt's hier Loot? Ja. Die hätten wir rein theoretisch auch das leise machen können, aber die haben mich doch direkt erwischt. Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen. Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. So, gibt's hier noch Loot? So, die beiden haben noch nicht gelootet. Und das hier. So. Okay, der wurde nicht von mir gekillt. Der liegt hier aber auch schon ein bisschen länger. Wo muss ich lang? Ach, hier hoch. Okay. Es gibt Probleme. Riesenprobleme.
Ich habe etwas rumgeschnüffelt, ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity, sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Okay, da müssen wir hin. Gibt's hier sonst noch was? Ich könnte hier was anzünden. Die Pillendose eines Mannes, verziert mit Hammer und Sichel. Das Innere ist mit Rückständen versehen und riecht stark. Irgendeine Art von Amphetaminen. So, brennen wir das da eben noch eben weg. So. Lasst mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schnappbrenner? Schon dabei. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Ja. Nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Das Zeug ist uralt. Die Schrift ist nicht russisch. Eine Ahnung, woher sie stammt? Eine Mischung aus griechisch und mongolisch, glaube ich. Hast du das gehört? Das sehe ich mir an. Pass auf dich auf. So, warte mal. Ich mache darauf eine Bombe. Dann spreng ich die drei hier gleich weg. Ich sehe mal nach. Verstanden. Ich hoffe, der kommt nicht auf die Idee, hier hinzugehen. Der soll wieder zurück. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Geschickt lautloser Kill. Okay. Achso, das war's. Obwohl, warum ist die Musik jetzt so? Kommen da noch welche? Muni ist voll. Achso, nee, hier brennt. Hier fängt schon alles an zu brennen. Nice. Kommen hier noch mehr? Alter, Lara muss hier auch alles niederbrennen. Ich
Ich glaube, war keine gute Idee hier. So, Muni. Einmal nachladen. Ich brauche jetzt so lange. Ich könnte eine Kurzwinde gebrauchen. Autsch. So, Muni. So, wo kann ich weg? Hier, okay. Hier haben wir Muni. Wechsel nochmal zur Pistole und... Komm, Lara, spring da hoch. Die Leiter. So. Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind Sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist sicher. Oder? So. Zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das... Gibt's da vorne was? Ne. Wo ist das Problem? Wir liegen hinter dem Zeitplan. Psch. Moment, die Kabel hier sind korrodiert, aber ich kann das überbrücken. Bin gleich soweit. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen... Okay, jetzt wieder fliehen. Autsch. So schnell. Okay, das wird übel, das wird eng. Das wurde eng. Jacob. Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Das ist nicht gut. Okay. Okay. Ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen.
Ich weiß, lasst mich kurz mal was versuchen. Verdammt, der Aufzug steckt fest. Die Schiene sieht durchgerostet aus. Okay, schaut euch um. Sucht etwas, um ihn loszukriegen. Schon dabei. Feind! Nein! So. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte looten. So, nein, noch nicht. Das. Sauber. Mist. Und jetzt? Okay, dann wahrscheinlich doch schieben. So. Messer. Könnte nützlich sein. Endlich haben wir das Ding. Endlich. Hat aber auch lange gedauert, bis wir das haben. So, und hier auch nochmal. So. Das hat aber dann jetzt gespeichert, gerade habe ich gesehen. Würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Auch wenn hier ein paar Sachen runterstürzen und so. Aber für YouTube sage ich schon mal auch, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.